Mitten im Telefonat würde ich das nicht machen. Kann ich den einfach so auslocken? Pinche Cabron! Ruhe bleiben, alles ist gut. Passt, 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 bis! Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron! Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, er ist auf der Adolio-Farm. Nur zu, dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann, der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Ey, der hatte sich ergeben. Ja, ich habe ihn ja auch nicht umgebracht. So, Abzug. Warte, hier war irgendwann, hier hat noch irgendwas geblinkt. Das da. Los. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. J. Waffen. Ach, krass. Stabiles Zielen ist natürlich immer geil. Streuung beim freien Schießen. Drohne, Batterie, Reichweite. Objekt, Fallschirm. Fernglaszoom. Mine, Ablenkungs. Köder. Körper, Ausdauer, kein Schmerz. Truppe, Wiederbeleben. Extra Simultanschuss. Oh, ja. Auf jeden Fall. Fertigungsmenü. Habe ich noch einen? Wo sieht man das denn gerade? Nee, habe ich nicht. Lüg doch nicht. Ah, warte. Munition. 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 Braucht er auch Munition? Ich glaube noch. Gut. Come on, guys. Upi. Alles klar bei uns. Ja, schön. Dann kommt mal mit. Kann ich springen. Schon sehr schön. Kommt er? Ja. Wo ist unser Auto? Hä? Unser Auto ist weg. Oh, wir nehmen den. Der ist lustig. Minibus. Tutu. Los geht's. Okay, ich bin drin. Die gleiche Not durchstanden. Den gleichen Erfolg erzielt wie eure männlichen Kollegen. Aber weil ihr Frauen seid, geltet ihr als Ratrapadora, die sich den Weg in die oberste Fläche des Kartells entwickelt. Ich bin Nidia Flores. Und orgullosas Buchonas Plebes, ihr wisst, wer ihr seid. Viele Frauen, die bei Santa Blanca arbeiten, haben mich gefragt, wie ich das gemacht habe, wie ich die Ränge aufgestiegen bin, die gefürchtetste und meist respektierte Frau des Kartells. Darauf antworte ich. Ich hatte
ohne Angst vor niemandem. Als hätte ich die dicksten Huevos im Zimmer. Und niemand kann die Chingada Madre aufquatschen. Ich sage diesen Erdias und auch euch, macht es genauso. Nur so kann eine Frau in unserer Welt gewinnen. Und wenn ihr unser Leben führt und nicht gewinnt, seid ihr verdammt nochmal tot. Auch wenn es sich falsch anfühlt, eine böse Morra zu sein. Wenn ihr so handelt, glaubt es genug, dass es wahr ist. Ich frage mich gerade auch, was ich da hier gerade mache. Der lenkt sich ein bisschen lustig. Warte mal. DJ Perico spielt die Musik, die euren Kulito aufhüpfen lässt. Aber jetzt unterbrechen wir das Programm für eine öffentliche Ankündigung. Betrüg niemals Santa Blanca. Legt euch nicht mit dem Sueño an. Und jetzt hört ihr, was Jorge in Inca Camino zu dem Thema zu sagen hat. Jetzt müsst ihr einfach kommen, Legende. Gnade! Ich will ein Geständnis. Vielleicht vergibt ihr Santa Muerte dann. Ich weiß gar nichts. Das ist bitter. Mein Fuß, gebt ihn zurück! Por favor! Listo, listo, listo! Ich habe den Kolumbianern eine Lieferung Super Coca gegeben, aber nur eine ganz kleine! Da habt ihr es, Leute! Legt euch nicht mit Santa Blanca an! Und jetzt spielen wir einen Wieso alten gejagt? Also muss ich jetzt den Roten jagen? Oder jagt der Rote mich? Weil die egal. Entschuldigung. Gut, das war ein kleiner Ausflug. Also Lenken ist hier echt nicht so meins. Und was ist das für ein roter Punkt? Ist hier nicht, ne? Zentraler Teil von Itakua. Gut. Schön. So. Wir. Die Elite. Entschuldigung. In ein verbeulten Autocar. Bus. Aber bis jetzt. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber bis jetzt haben wir noch niemanden überfahren. Es geht eigentlich. DJ Perico beendet damit die romantischen Cumbias. Ciao! Jetzt fühle ich mich ganz warm und wohlig. Oi. Bei diesem letzten Duett musste ich an die liebeskranken Judy Hipólito denken. Die meisten wissen, dass dieses medizinisch bewanderte Paar bei Santa Blanca eingestiegen ist, nachdem sie das Leben von La Plaga gerettet hatten. Was viele vielleicht... Ich sehe einen Narko vor der Scheune. Ja, den sehe ich auch. So, Epsilon. Setze Drohne ein. Ich sehe noch einen Tango und das macht 3. 4. 5. Hab noch einen, macht 5. Warte, ich schaue erstmal da. Drücken Sie 3, um die Handfeuerwaffe zu benutzen. Drücken Sie für getarntes Vorgehen CTR und drücken Sie C, um sich hinzulegen. Nice. Entdeckungspfeile zeigen an, wenn sie aktuell sehen, ja, wer sie hat. Okay. Aber ich glaube, es bleibt bei 5 erstmal. Okay. Geil, ich kann mich hinlegen. Da ist einer vor Ort. Wir nähern uns der Atoyo Farm. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gelaufen. Los geht's.
Das sind jetzt 6. Also Dinge kann ich schon mal ausschalten. Hey, Kartellschütze, nahe am Heli. Ja, wie geht? Aber von hier kommen wir nicht hin. Wir müssen von der anderen Seite. Weil da die sehen sich viel zu sehr. Hier könnten wir mehr schaffen. Ich will noch mal schauen, ob das wirklich nur die 6 sind oder. Warte mal. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position, hab das Ziel. Loslegen. Greife Tangos an, hab ihn. Ich sehe einen Narko. Die Scheune drinnen. Achso, der Simultanenschuss musste noch aufladen. Aber das war gerade sehr schön. Ich brauche einen Sniper. Warte mal. Kann man den von da drüben sehen? Okay. Das war's, glaube ich. Gehe ich runter. Deck mir die Läufe. Was? Die sehen dich. Alguien ayúdeme a salir de aquí. Wer sieht mich? Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Sie haben ihren amigo gefunden, Mist. ¿Creerán que he muerto? Haría lo que fuera por hablar con ellos. ¡Se escondan, maricas! ¿Y por qué te mataron? Ni la Virgen ni todos los santos van a venir a ayudarme. Convencer a estos cabrones que les... ¡Greif an! Erst erledigt. Hier ist alles sauber. Ja, ihr hättet ja auch mal eingreifen können, ne? Hier. Muss ja nicht immer alles liegen. Seht mal da, Waffenkiste. Wo? Ah. Oh, kann ich gebrauchen. Aha. Anbauteil, drücken Sie F, um das Teil zu wechseln.
Die Optik. Hä, warte. Gut, wir wurden entdeckt. War also nicht ganz so cool, aber... Hi. Hi, ¿qué tal? Bitte? Se acordará de mí. ¿Creerán que he muerto? Haría lo que fuera por hablar con ellos. Warte mal. Kann ich die Stimmen bisschen lauter machen? Warte mal. Ja, nee. Warte mal. Dann mache ich. Der Gesamt bleibt, aber die da. Okay. Mal schauen, ob es jetzt besser ist. So. Ich will noch ein bisschen rumschauen, ob hier noch irgendwas. Ja, ist ja gut. Ah, hier. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ausrüsten? Ah, jetzt hat. So, Zieloptik. Sehr schön. Ja. Gut. Ja, das gefällt mir schon besser. So, komm. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Kommt er mit? Sollen wir Helikopter fliegen? Können wir Helikopter? Können wir das? Ha, das können wir. Ich mach das, ich fliege. Nein, bitte nicht. So, drücke Shift W. Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den malditos extranjeros geschlossen, dieser Narr. Klären Sie das unter sich, Senor. Naja, es geht eigentlich. Warte, ich mach's trotzdem. Aber Shift und, also wie bei der Drohne. W und S passt und A für gleiten. Ah, okay. Ja. Es geht eigentlich voll. So, jetzt muss ich nur da runterkommen. Das war's. Ja, noch nicht. Wie die hier immer so rumbonzen. Super. Ich sehe eine Waffenkiste. Super. Waffenkiste? Ketal,
Todo bien? Waffenkiste. Nett. Nice. Wir sind ja gerade etwas heiß unterwegs, sag ich mal. Und da brauchen wir auch ein bisschen beige, grünlich-beige Muster. Das da. Gut. Dann Teile. Zieloptik. Habe ich noch keine besser. Okay. Ja, oh yeah. Das mag ich sehr. Gut. Dann wollen wir ihn mal abgeben. Ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenyu ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir Amaru befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen. Vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen jedes Dorf, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Jawohl. Wir drehen jeden Stein um. Und einen Stein werdet ihr nichts finden. Ja, guter Anfang. Naja. Aufgepasst, Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Stufe 3. Das ist die... Entschuldigung. Info zu Judy und Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Svenjo wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Ich dachte, jetzt gibt's ein Video. Oder war das zu spät? Oder wow.